ich sage jetzt einfach mal, okay, ich möchte auf der Leute Menschen ansprechen und denen was verkaufen. Ja, okay. Was ich also jetzt als Person so nicht machen würde. Gut, das heißt, ich müsste ja aus meiner Komfortzone heraus, das heißt, ich müsste mal den Löwen dann ein bisschen mehr nach vorne lassen. Nein, und den Hasen nach hinten oder so? Nein, nein, die Neugier. Die Neugier. Der Löwe macht es nicht, denn wenn ich jetzt hergehe und will dem Kunden meine Ware aufdrücken, dann wird es ein Kampf um, habe ich recht, hast du recht, ich will dein Geld, grapsch, grapsch. Mhm. Und wenn der das merkt, ist er weg. Ist er weg. In der Neugier, na, gestern wollte eine mir was am Telefon verkaufen, die war leider nicht neugierig. So, heute bin ich mit meinem Freund Hartmut Müller unterwegs. Wir wollten uns eigentlich mit Käthe treffen, aber Käthe hat verschlafen. Das müssen wir jetzt mal öffentlich machen kurz, ne, Hartmut? Ja. Ja, komm. Kommt ne? drauf an, was du nachher wegknallen willst. Ja. Und der Hartmut ist Physiotherapeut, richtig? Nein. Ups, nochmal. Und der Hartmut ist... Ein Physiotherapeut kümmert sich ja um den Körper. Genau. Direkt. Ja. Psychotherapeut. Ja, nein, das darf ich nicht sagen. Weil der Name, der ist nur für Leute mit einer ganz bestimmten Prüfung geeignet. Verstehe. Mit dem Wissen von 1975. Aha. Und Leute, die dann darauf angewiesen sind, ihr Geld nicht bei der Krankenkasse zu holen, sondern selber zu verdienen, die müssen natürlich dann sich immer wieder neu umgucken und sind dann etwas moderner aufgestellt. Wobei ich die alte, gute Ausbildung über die Tiefenpsychologie durchaus jeden Tag brauche. Aha. Ja. So, und du machst das schon irgendwie 185 Jahre lang, oder? Naja, für meine eigene Therapie habe ich angefangen 1965. Und selbstständig arbeite ich seit 1980, habe ich dann gesagt, so, jetzt... 1965 war ich 5 Jahre alt. Das siehst du. Ja, und ich habe angefangen mit autogenem Training und autogenes Training dann auch zu unterrichten und so. Und da kommt es ja auch dann nachher auf die inneren Bilder und solche Dinge an. Mhm. Sehr interessant. In der Oberstufe vom autogenen Training kann man da viel lernen drüber. So, jetzt hatten wir eben so ein kleines Mädchen gesehen, so um die 8 oder 9 Jahre alt, die sich fürchterlich aufgeregt hat, warum ihr Bumerang nicht zurückkam. Ja, und ich sagte, du nimmst eine Sache, die im Leben passiert, um dich darüber zu ärgern. Okay. Aber wer ärgert hier wen? Rein sprachlich, ich ärgere mich. Ja? Ich ärgere mich über meine Frau, über mein Kind, über die Musik, die der Nachbar spielt, über die Steuererklärung. Ich ärgere mich. Nicht? Dann bin ich voll von Ärger. Ja. Und wer ist schuld? Ja, der, der Verursacher meines Ärgers bin ich. Denn wie ich darüber fühlen will, was geschieht. Der Bumerang ist schuld. Ja, der Bumerang ist schuld, nicht? Und der Vater, der das nicht richtig beigebracht hat, vor allen Dingen. Vielleicht ist auch meine Hand schuld, die ich mir abhacke, weil sie nicht tut, was sie soll, nämlich den Bumerang in einer bestimmten Weise und so weiter. Also es gibt viele Dinge, aber es gibt nur eine Rettung. Ich nehme mir vor, in meinen Gefühlen selbstständig zu werden, selbstbestimmt zu werden. Okay. Ich könnte das auch lächerlich finden. Mhm. Ich könnte drüber lachen. Ich könnte es als Herausforderung empfinden. Okay, nochmal üben, nochmal üben, nochmal üben. Ein kleines Kind würde nie laufen lernen, wenn es nicht immer wieder aufsteht, sich hochzieht, weiter probiert, aufstehen, hochziehen, weiter probieren. Nicht 20 Mal, 200 Mal. Ja gut, aber so ein kleines Kind ist ja nun jetzt 1 Jahr alt, ne? Was jetzt so oder was auch immer, laufen, ja. Ne? Ja. Und guck mal, hier ist eine Katze. Eine Katze. Miau. Wie bist du? Sie sitzt in der Sonne und
Ja, nee, wir lassen dich da sitzen. Ja. Du musst da nicht runter, dann ist es gut. So. Ja. Jetzt ist es aber so, das Einjährige, das steht immer wieder von alleine auf. Und ich weiß nicht, ob sich ein Einjähriges da irgendwie deswegen jetzt frustriert sein wird. Aber so eine Achtjährige, die war ja sehr frustriert über ihr Nicht-Gelingen des Bumerangs. Ne? Wo ist der Unterschied? Nun, also etwas geschieht. Und tief in meinem Unbewussten rechnet mein Gehirn aus, wo hast du was Ähnliches erlebt? Ja. Und wie war das? Welche Gefühle spielten da eine Rolle? Eigene und fremde und von dem jeweiligen Angreifer oder wer noch dabei ist. Ja. Und das gibt ein Konglomerat von schrägen Gefühlen. Und wenn ich jetzt die Welt so deute, der Bumerang funktioniert nicht, dass das jetzt zu tun hätte mit, was weiß ich, wie sich die Mutter über den Vater aufregt, wie die Scheidung von den beiden funktioniert, finde ich, war, kann ja sein, es handelt sich um einen Vater ohne Frau, der heute seine Tochter hat, nicht? Mhm. Und dann mit ihr spielen geht, weiß ich ja nicht. Ja. Aber vielleicht projiziert sie den Ärger dann wieder. Ja. Ja, das kann nicht. Und dann hat dieser Ärger wegen dem Scheiß Bumerang einen ganz anderen Motor. Und wegen dem Motor ist sie zum Schluss dann gar nicht zu beruhigen von dem Vater, weil der vielleicht Teil an dem Ärger mit der Mutter auch noch einen Hänger hat. Was weiß ich, was da alles ist. Ja. Alles klar, jetzt geht das ja so weit, dass es so junge Menschen gibt, die sich auch am liebsten dann gleich mal das Leben nehmen wollen. Jetzt sind wir beim Thema. Ja, okay. Erwachsen werden ist etwas, das in unserer Zeit nicht selbstverständlich ist. Also in alten Zeiten ist ja so, die Jungfrau, das junge Mädchen trug die Haare anders. Und wenn sie dann verheiratet war, dann trug sie die Haare anders und zog andere Art von Kleidung an. Ja. Und brachte nach außen, ich bin eine verheiratete Frau. Alles klar. Ja, heute siehst du die mit 45, 50 immer noch mit weiten, offenen Haaren. Das wäre früher ein Grund gewesen, sie anzuspucken. Also in der Art, wie die Kultur funktioniert. Also war das früher in Deutschland auch so, ja? Dass die verheiratete Frauen, da gab es ja auch noch Frau und Fräulein. Ja, sicher. Ja? Nicht? Und diese Art von Erwachsenwerden, dass man die nach außen bringt, dass man sich selbst dran hochzieht, und das haben wir so ohne weiteres nicht. Ja. Jo. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen gegen die Sonne, Hartmut, komm. Dann gehen wir da runter in den Park und dann so wieder zurück. Ja? Geht das ein Stückchen? Ja, mal sehen. Also heute ist es so, dass auch unklar ist, was man beruflich macht, dass es unklar ist, wie Mann und Frau miteinander funktionieren sollen. Nachdem klar war, wie das funktionieren sollte, war natürlich das Leiden ein anderes. Ja, wenn meine Mutter verheiratet war und gegen meinen Vater nicht ankonnte und immer wieder zurückstecken musste, dann ist das natürlich auch kein so angenehmes Leben. Aber das war immerhin klar, wenn du einen Mann hast, dann hat der zu sorgen und damit sind die Dinge erstmal richtig, in Anführungszeichen. Wir haben das dann alle sehr abgelehnt und von der Psychoanalyse her ist dann auch klar, dass der Mensch so letztlich nicht gesund leben kann. Aber heute kann er das immer noch nicht. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, wird es eher verwirrender.
Und in dieser Verwirrung den eigenen Platz zu finden, einen Lebenssinn. Ja. Ich muss einen Grund haben, warum ich leben will. Wenn mir der Grund verloren gegangen ist, weil mir eine Beziehung verloren gegangen ist, die ich für den Grund gehalten habe, oder ein Kind ist gestorben, für das ich gelebt habe und so, dann kann das passieren, dass ich sage, so, jetzt hat alles keinen Zweck mehr, wumm. Ja. Dann kippe ich das alles um. Oder ich habe mir sehr viel versprochen von irgendeiner Bewegung, von irgendeiner Religion, von irgendeiner Art von Lebensweise, die dann nicht mehr funktioniert, weil, was weiß ich, das Computerprogramm hat sich geändert. Mhm. Und schon, ja, ich will es nicht kleinreden, das aber wenn jemand für eine Sache wirklich sich dem gewidmet hat und das ist weg, muss sich umwidmen, dann kann schon sein, dass er krank wird oder das Gefühl hat, ich will nicht mehr. Ja. Ich mache dann wieder meine Gefühle, um bei den Gefühlen und der Freiheit der Gefühle zu bleiben, die mache ich dann auch wieder abhängig von Dingen, über die ich nicht die Macht habe. Also Stolperkanten. Ja, das kleine Kind hat nicht die Macht über seinen Bumerang. Ja. Und die junge Frau hat vielleicht nicht die Macht über den Abschluss ihrer Ausbildung oder ob die nachher noch einen Sinn hat und zu einem Job führt. Nicht? Sie hat nicht die Macht, was der Mann macht. Vielleicht verspricht er ihr viel und dann ist er nicht zur Verfügung, wenn er gebraucht wird oder verhält sich schräg. Freiheit der Gefühle wäre, egal was geschieht. Meine Selbstliebe, meine Akzeptanz über mich selbst ist ohne jede Bedingung. Also das hast du ja eben auch in der Küche gemacht. Also lass uns mal schrittweise vorgehen, wie komme ich aus solchen Situationen heraus? Welche solche Situationen? Ja, Situationen, ich fühle mich wertlos. Ich fühle mich nutzlos, ich kann das nicht. Naja, also du, nehmen wir mal an, heute machen ja viele Leute sowas über SMS und so. Ja. Ja, und der Liebhaber schreibt per SMS, du also mit dir jetzt nicht mehr, Punkt. Ja. Und jemand steht irgendwo in der U-Bahn, nichts Böses denkend, ja. Und verliert plötzlich seine ganze Idee über seine Zukunft. Ja. Ja, das Mädel wird plötzlich durch sowas getroffen. Mhm. Per SMS. Ne? Ja. So. Und ich finde das widerlich, aber sie machen das so. Ja. Ne? So, und nun kommt der Trick. Wenn ich jetzt 5 Finger zusammennehme, ja, und habe hier den Punkt in der Mitte zwischen Schlüsselbein, gehe ich Richtung Herzenstück, und da ist ein Platz, der so groß etwa wie mein Brillenglas, sich schmerzhaft anfühlt, wenn ich drücke. Mhm. Und damit kann ich, weil das sind viele Akupunkturpunkte sind, durch eine Akupressur, kann ich das Körperenergiesystem umstellen. So, also, da hast du die Message. Jetzt gehst du her, kannst klopfen oder reiben. Ja, auch wenn ich tief enttäuscht bin, liebe ich mich tief, innig und vollständig. Auch wenn ich jetzt tief enttäuscht bin, liebe ich mich tief, innig und vollständig. Mhm. Auch wenn ich jetzt tief enttäuscht bin, liebe ich mich tief, innig und vollständig. Und der ganze Körper balanciert sich erstmal, bleibt in den Füßen, geht nicht in Gigi im Kopf, weil die Enttäuschung führt dazu, dass ich grübel und im Kreis rumdenke. Daran kann ich auch merken, dass ich was für mich tun muss. Und jetzt nehme ich das Gefühl, verbinde es mit der Selbstliebe und mit dem Akupunkturpunkt und schon komme ich in die Balance und komme wieder runter. Und das ist natürlich eine Frage an der Aufmerksamkeit und von vornherein an einem Ich
gestatte mir nicht, mich in irgendwelchen schrägen Gefühlen längere Zeit aufzuhalten. Das ist, gilt natürlich dann auch für so Situationen. Ich will unbedingt jetzt mit aller Kraft einen Geschäftsabschluss machen, aber ja, ich schaffe es nicht. Und ich falle einfach dann mal wieder in so eine Depression. Und Du schaffst es ja in dem Moment nicht, wo der Kunde wieder aufschiebt oder Nein sagt oder ja, so. Das heißt, du kannst den Anfang dieses Wegrutschens kannst du wahrnehmen, weil du siehst, hier habe ich von außen was gekriegt, was innen mein Gefühl übernimmt. Ja. So, wenn ich den Moment erwische, kann ich sofort mich wieder aufrichten. Ja. Ja. Und kann sofort mein Körper-Energiesystem wieder zusammenhalten. Und dann habe ich auch die Wahl, was ich fühlen will, was ich tun will. Es ist mehr Intensität da, es ist mehr Vitalität da in dem Moment. Also das heißt, ich telefoniere mit einem Kunden. Der Kunde sagt mir, du, nächste Woche, ich denke noch mal drüber nach. Und ich denke mir, oh Scheiße, ey, jetzt hat das schon wieder nicht geklappt. Ne? Ja, gut, jetzt kannst du nachfragen. Über was musst du denn da noch nachdenken? Ja, Erzähl mal. Lass uns einfach, gemeinsam denken. Ich bin aber jetzt einfach mal sauer darüber über die Situation und hole mich natürlich damit also auch komplett tief runter. Und das darf ja schon mal als erstes nicht passieren, ne? Nicht in dem Moment. Das heißt, es darf nicht passieren? Naja, es sollte also nicht passieren. Also es ist ja dann auch quasi das, was ich ausstrahle, manchmal beim nächsten Telefonat oder so. Naja, also es passiert und ich kann mich regeln. Ja. Wenn ich sage, es darf nicht passieren, dann habe ich ein Urteil über die Situation, was mich eher hindert. Denn zu sagen, okay, auch wenn das so ist, meine Liebe ist tief innig und vollständig. Ja. Im Original deeply and completely. Ja. Das ist so schön. Das kann man im Deutschen gar nicht sagen. Ja. Deeply and completely. Ja. Ja. Okay, aber das war ja schon mal eine sehr gute Stütze. So, jetzt hast du das Buch geschrieben, Frag den Fuchs. Lass uns da noch mal drüber reden. Ich möchte mal ein bisschen sitzen. Du möchtest gerne mal sitzen. Mal sehen, ob es nicht bekannt ist. Jetzt hast du dir dein... Da, wo Sonne ist... Ich hatte nur einen schönen Hintergrund gesucht. Ja, ist der schön genug? Okay, cool. Geht der? Na, guck mal. Guck mal, wie schön wir hier im Video sind. Ja, das ist... Na, so. Wie ist es so? Frag den Fuchs. Ja. Du bist nämlich der Fuchs. Ja, und was wird jetzt gefragt? Ne? Wir haben heute ein Rundschreiben an deine Kollegen, Interessenten und Freunde geschrieben. Und wo wir sie einladen zum Tarotkarten. Ja. Tarotkarten, wie heißt es genau? Ich will das jetzt nicht, Tarotkarten legen will ich jetzt nicht sagen. Ich sage lesen, nicht legen. Tarotkarten lesen. Ja. Und da haben wir ein sehr schönes Video gemacht, das verlinke ich jetzt mal gleich hier oder im Video, unterm Video, überm Video, egal wo du dieses Video gerade siehst, findest du den Link zu Hartmuts Tarotkarten. Lesen Video. Das muss ich vielleicht noch ändern. Nein, ich erkläre ja wenig von Tarotkarten lesen. Das könnte man ja auch mal machen, ja. Aber ich gebe hauptsächlich die verschiedenen Bewusstseinsstufen in der großen Arkana wieder. Und das ist eigentlich ein anderer Fokus als, wie kann ich jetzt, sagen wir mal, ein Problem, das bei dir auftaucht, in Bildern darstellen, begreifbar machen und dann das Unbewusste beeinflussen, bestimmte Schalter umzudrehen, was für mich das intuitive Tarot eigentlich ausmacht. Mhm. Ne? Also hier ein Stückchen Diagnose und dann eine Überlegung, wo sind die Wege raus und die Bestärkung, das dann auch zu machen. Ja, ja, das wäre also das intuitive Tarotlesen, so wie ich es gelernt habe. Ja. Das limbische System, hat das sehr viel mit dem Frag den Fuchs zu tun? Sagen wir mal so.
Der Fuchs steht für die Neugier. Und da, wo ich also das Video vom limbischen System gemacht habe, habe ich diese drei verschiedenen Befehle, die das Gehirn bekommt, und zwar von den Molchen ab, ne, gibt es diese Befehle, und der eine ist, schütz dich, sorg für deine Sicherheit. Da habe ich den Hase als Symbol, weil wir alle den Angsthasen erkennen, nicht? Und den Löwen, der mit großem Gebrüll sich überall durchsetzt, steht also für die Machtebene, und der Fuchs für die Neugier. Ja. Weil der Fuchse sind außerordentlich neugierige Tiere. Mhm. Die sind neugieriger als andere. Nee. Aber nicht so mutig wie die Löwen. Das weiß ich nicht. Dazu kenne ich die Löwen zu wenig. Aber, und der Löwe, der da in voller Montur, sage ich jetzt mal, dasteht und um seine Weiber rumläuft, um da mit großem Gebrüll jeden zu verjagen. Das ist ja hauptsächlich das Image, was er macht. Ja. Ob er dabei Schiss hat oder nicht, da fragt er gar nicht, weil in dem Moment, wo ich voll in Rage bin, ist die Angst weg. Ja. Da kann ich auch nicht sagen, wirf aber nicht den Stein, sonst kommt der Richter und sperrt dich ein, weil die Angst hat er in dem Moment ja nicht. Nicht? Weil er ja in der Schaltung Macht behalten, Rage ist. Mhm. Wenn er in der Schaltung Neugier, würde er vielleicht fragen, was macht denn der Stein, wenn der da drüben ankommt? Da muss er ja eine Aufmerksamkeit haben, da muss er ja gucken. Nicht? Und mit der Neugier kommst du aus den Problemen raus. Ja, nicht? Das machst du als Coach dann auch. Ja? Ach ja, ich habe hier ein Problem. Ja, erzähl mal. Ja, und wie kannst du denn das machen? Und was hast du denn schon gemacht? Und wo hat es denn geklemmt? Und jetzt gucken wir nochmal, wie kommen wir denn über die Klemme? Und solange ich neugierig bin, tut mir das alles, da komme ich nicht so in die Machtlosigkeit. Mhm. Ne? Dann, okay, finden wir es raus. Probieren wir es nochmal. Dieses ganze limbische System kontrolliert ja eigentlich deine Komfortzone auch, ne? Kann man das damit in Verbindung bringen? Mach's mal nicht so theoretisch. Ich sage jetzt einfach mal, okay, ich möchte auf der Leute Menschen ansprechen und denen was verkaufen. Ja, okay. Was ich also jetzt als Person so nicht machen würde. Gut, das also heißt, ich müsste ja aus meiner Komfortzone heraus, das heißt, ich müsste mal den Löwen dann ein bisschen mehr nach vorne lassen. Die Neugier. Die Neugier. Der Löwe macht es nicht, denn wenn ich jetzt hergehe und will dem Kunden meine Ware aufdrücken, dann wird das ein Kampf um, hab ich recht, hast du recht, ich will dein Geld, grapsch, grapsch. Mhm. Und wenn der das merkt, ist er weg. Ist er weg. In der Neugier, gestern wollte eine mir was am Telefon verkaufen, die war leider nicht neugierig, denn wenn ich ihr sagte als alter Mann, ich habe keine Gelenkschmerzen, ich muss dein Gelenkmittel nicht haben. Ja. Die hat nicht gefragt, ja, welche Nahrungsergänzung nehmen Sie denn und für was brauchen Sie die denn? Ja. Dann wären sie neugierig gewesen, hätte ich vielleicht gerne erzählt. Ja, aber so sage ich, nö, ich hab's nichts mit den Gelenken. Ja. So, also kann sie nichts verkaufen. Ja. Sie war in keinster Weise neugierig. Ja, ich will Ihnen ja nichts verkaufen. Dann drängelte sie aber wieder. Ja, das ist eine Lüge. Natürlich will sie verkaufen. Ja. Sie will sogar genau das verkaufen, was sie nicht braucht. Ja. Wenn sie neugierig wäre, würde sie erstmal feststellen, was brauche ich denn? Ja, und was nehme ich denn anderswo? Was verspreche ich mir denn? Ist-Zustand ja, erstmal erfragen. Kann ich irgendetwas davon fallen lassen, damit ich da nicht Geld ausgebe, sondern da, wo sie was verkaufen will? Aber das ist ein ganz anderes Gespräch. Ja. Wenn du also neugierig bist, wie wird denn der andere, wenn ich ihn jetzt anspreche, reagieren? Wie werde ich denn mit der Reaktion vom anderen umgehen können? Ja. Und wenn das jetzt jemand ist, den ich anstrahle und der zurückstrahlen kann, dann haben wir ja einen Fluss. Und dann ist die Frage, wann erlaubt der Fluss, dass ich anfange zu verkaufen?
Denn erstmal muss der Fluss da sein und dann ist die Frage so, und wenn der andere merkt, ich will was verkaufen, ist er dann noch bereit zuzuhören? Hat der genug Neugier? Denn nur wenn ich neugierig bin, kann ich Neugier erwecken. Okay, das ist sehr interessant. So, wie mache ich denn die Leute neugierig? Oder wer im limbischen System macht das? Der Hase? Nein. Wenn du Angst hast, wirst du es nicht machen. Ja. Also wenn du also jetzt, du gehst übers Feld und plötzlich ist da ein Hase und der guckt, der wartet einen Moment, kenne ich das oder kenne ich das nicht? Kenne ich nicht, ist immer ein Grund, wegzugehen, weil das ist die sichere Nummer. Ja. Nicht? Machen die Leute im Ausländerproblem bei uns auch. Kenne ich nicht, heißt Vorsicht. Und wenn die Angst dann eingeschaltet ist, weil ich dann plötzlich eine heftige Bewegung mache oder so, dann rennt der Hase nur noch schneller. Ja. Nicht? So, also erstmal, ich bin gestört. So, und wenn ich jetzt neugierig bin, wäre ja die Frage, was kann ich damit brauchen, was kann ich damit machen, was geht es mich an? Solange ich da durchs Feld gehe und der Hase stellt fest, hier ist was Fremdes, das geht mir nichts an, weg. Ja, also diese Störung führt nicht zur Neugier, es sei denn, da kann ich damit irgendwas machen. Ja, dann haben wir aber den Fuchs, ne? Der Fuchs ist ja schlau. Der überlegt sich vielleicht, wie mache ich den neugierig? Nein, der Fuchs ist deshalb schlau, weil er neugierig ist. Ja, alles klar. Aber wenn der Fuchs neugierig ist, dann macht er dies, macht er das, kriegt hier was auf die Schnauze, kriegt hier einen Gewinn. Ja? Und zum Schluss ist er schlau, weil er über seine Neugier eine Menge mehr Erfahrungen hat als, sagen wir mal, ich will niemanden beleidigen, aber das Kälbchen, das eben hinter der Kuh herläuft, erst seine Milch trinkt, dann sein Gras frisst und ansonsten richtet sich's nach den anderen. Wenn die anderen weglaufen, läuft es auch weg. Ja. Verstehen muss es dazu gar nichts, außer bleib in der Gruppe. Ja. Als Kälbchen. Mhm. Nee? Ja. So. Der Fuchs ist da anders, der läuft alleine, nee? Und schnüffelt rum und probiert und macht und tut und dann weiß er nachher mehr. So. Dann aber was machen wir jetzt mit der Neugier, nicht? Ja. Die Neugier kann den Fuchs umbringen. Am September sind von den Maifüchsen nur noch die Hälfte da. Die anderen sind auch da überfahren oder haben irgendwo anders Pech gehabt, nicht? Ja. Also die Neugier ist nicht ganz ohne Risiko. Okay. Man kann auch was gewischt kriegen. Dann haben wir noch den Hasen hatten wir. Was macht denn der Löwe jetzt? Der hat recht. Der hat einfach nur recht. Der hat erstmal recht. Das war dann die versucht hat zu überzeugen. Also, wenn jetzt die Löwinnen alle miteinander das Wild gelegt haben und alle fressen brav vor sich hin und der große Löwe kommt und macht dann noch bum bum und dann gehen die auch ein Stück weg und lassen ihn fressen. Nicht? Ja. Den brauchen sie ja auch als Schutz und als Aufpasser. So. Also der Löwe als Herrscher über die ganzen Weibchen hat ja auch die Aufgabe des Schutzes des Wachmanns und so. Wenn die sich um die Kinder kümmern, muss einer außen rumlaufen und gucken, dass alles zusammenbleibt. Wenn es der Löwe nicht macht, macht es eine alte Löwin. So, jemand muss es tun. Ja. Und jetzt hat er aber recht, das heißt, er hat seinen Besitz, seine Weibchen, er hat sein geschlagenes Wild. Und wenn jetzt jemand kommt und da irgendwas auch fressen will, dann hat das mit ihm zu tun. Ja. So. Und wenn er jetzt ein junger Löwe kommt und will ihm da die Weibchen wegnehmen, dann wird er so lange angebrüllt, bis der sich nicht vor Angst verdrückt, sondern man sich machtlos fühlt. Wenn der sich machtlos fühlt, der geschlagene Löwe, der irgendwo alleine rumläuft, ist machtlos gegenüber den Mächtigen und mit der Machtlosigkeit Programmierung, immer Enttäuschung, immer ich kann nicht, ich bin zu klein, ich bin zu wenig, geht natürlich die Neugier, wie kann ich den denn nun schließlich kriegen, auch verloren. Ne? Das ist die Ebene Macht-Ohnmacht.
sind beide eben beide Sachen drin. Weil die Natur will ja, dass der abgeschlagene Löwe erhalten bleibt. Der wird ja nicht umgebracht. Mhm. Der wird ja nicht zum Fressen, sondern er wird nur vertrieben. Weil er wird ja vielleicht morgen gebraucht, wenn der andere umfällt. Nicht so, die Natur muss mit der Machtlosigkeit erreichen, dass der nicht weiter kämpft und sich das Weite sucht und anderswo probiert. Ja. Welches Tier hatten wir denn noch? Naja, wir haben die drei Tiere jetzt, den Hasen, den Löwen und den Fuchs. Das ist jetzt diese Symbole, meine Symbole, um es besser zu unterrichten. Mhm. Ne? Zum Unterrichten brauchst du irgendeinen simplen Knopf. Und ich habe gelernt in der Heimerziehung, du hast 1,5 Sätze Zeit und wenn es bis dahin nicht rübergekommen ist, kommt es nicht rüber. Punkt. Ja, geht mal auf YouTube und googelt da mal, oder auf Google könnt ihr auch googeln, das limbische System von Hartmut Müller. Das ist ja auch wirklich, sag mal, falls ihr Kinder habt oder junge Leute habt, Hartmut erklärt da ganz toll, wie das limbische System funktioniert. Ich dachte aber jetzt, wir kommen jetzt irgendwo auf den Punkt, wie komme ich besser, leichter aus meiner Komfortzone heraus? Also das sogenannte Arschhoch-Thema. Das, ja, macht den Arsch hoch, genau. Perfekt. Mit zwei Dingen. Neugier ist das eine. Ja. Ja? Wie werde ich da abschneiden? Was werde ich da können? Wie weit werde ich kommen? Ja? Ja, oder ja, so. Vor allen Dingen auch, wie du auch eben gesagt hast, wie erwecke ich Neugierde? Wo hole ich mir diese Kraft her, um Neugierde zu erzeugen? Ich meine, ich muss einfach auch schlau vorgehen, ja? Ich meine, wenn ich jemanden kontaktieren will und jemandem etwas verkaufen will, muss ich ja bestimmte Baby-Steps einhalten, um ihn so neugierig zu machen, dass er irgendwann fragt, ey, was hast denn du da eigentlich? Oder was bietest du an? Naja, oder er hat eine Not und die Frage ist, was könnte ich denn da machen? Ja. Und du kannst sagen, ja, dies und dies ist mein Einfall dazu. Ne? Ja, okay. Ja. Ich hole ihn aus der Not. Naja, je nachdem. Es gibt ja fünf verschiedene Sachen, um die es da geht. Nicht? Wie war das? Ich wollte das immer an den Fingern festmachen. Mal sehen, ob es mir einfällt. Ja? Okay. Der Daumen ist Macht vergrößern ist ein Bedürfnis, für das man was verkaufen kann oder besser ausschauen. Nicht? Mhm. Der Zeigefinger ist, wenn ich was verhindern muss. Du. Dann haben wir die Ebene. Ist aber jetzt der Stinkefinger. Ja, das ist das wie kann ich größer und besser aussehen und die anderen müssen alle vor mir knien. Ja, ne? ja, okay. Dann habe ich die Beziehung. Mhm. Die Beziehung ist also, wie kriege ich die Frau, wie kriege ich den Mann, wie schaffe ich eine gute Familie hin, dass die Kinder brav sind und dann habe ich noch den Spaß. Das ist der kleine Finger. Ja, und da sind die Bedürfnisse, für die man was anbieten kann und dann auch die entsprechenden Leute findet, die das dann wollen. Dazu musst du natürlich auch jemand sein, der einem dieser Dinge nahe ist. Ne? So, also das war jetzt die Sache auf der Bedürfnisebene. Ja, Hartmut Müller aus Berlin. Das Buch Frag den Fuchs von Hartmut Müller, sehr lesenswert. Naja, nicht lesenswert, übenswert. Übenswert. Okay, dann so. Also auch fünf Dinge, nicht? Ja. Das erste ist, tu dir nicht selber weh. Dein Unbewusstes, dein Körper, dein inneres Wesen muss sich mit dir, mit deinem Mind, mit der Art, wie du mit bewusstem Willen vorgehst, wohlfühlen. Wenn ich mich ständig ärgere, kann mein Wesen sich nicht wohlfühlen. Wenn ich mir Sorgen mache, kann mein Wesen sich nicht wohlfühlen. Und so weiter. Mhm. Also dieses Tu dir nicht selber weh. Mhm. Da gibt es eine lange Liste von Dingen, die wir in der Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe, wo die Leute alle ihr Leben nicht auf die Reihe kriegten, gesucht haben, was tun die sich denn alle selber an, wo sie eigentlich nur einen freien Willen bräuchten, zu sagen,
ich mach's nicht mehr. Mhm. Ja. Ja, das klingt einfach, aber wirklich jetzt den Test durchgehen und sagen, dies mache ich gar nicht, dies mache ich wenig, dies mache ich sehr oft. Mhm. So, da steht dann ein Dreier. Und dann sagst du, okay, jetzt arbeite ich an diesem einen Ding und passe hier auf meine Gewohnheiten auf. Und dann auf dies und dann auf dies. Und nach 3 Monaten machst du den Test nochmal und stellst fest, du hast ehrlich was geschafft und der Körper fühlt sich besser. Wenn jemand Medikamente braucht, er braucht weniger und kommt zu guten Effekten. Mhm. Das ist das Erste. Jetzt sind es aber noch 4 andere Dinge. Ja? Das andere ist, bleib im Jahr. Mhm. Tu nichts dagegen, dass du selber dich aus einem guten, positiven Zustand rausbringst, denn das machen viele. Wenn du einmal drin bist, rennst du wieder raus, ja? Naja, also schau, Mutter und Tochter fühlen sich wunderbar wohl. Tochter sagt, ich will aber jetzt ein Eis. So. Mutter sagt, aber ich will ja dann nicht, dass das Kind Zucker kriegt. Das Kind nölt aber und mölt darum und irgendwann gibt es ihm doch ein Eis. Hm. Und ärgert sich drüber, dass ihm Eis gegeben hat. Ja. So, ein blödes Beispiel. Hast du aber ständig Kompromisse, hinter denen du nicht jetzt sagst, Schluss der Vorstellung, jetzt habe ich so entschieden, jetzt stehe ich dazu. Wumm. Ja, und in dem Moment kannst du im Ja-Zustand sein. Und fängst nicht an, an dir selber wieder rumzukneffen. Ja, ja. Solche Dinge stehen in dem Buch, nicht? Wie bleibe ich im Jahr? Und wenn ich ins Nein gerate, wie komme ich schnell wieder raus? Mhm. Ja, der Kunde hat nicht gezahlt. Okay, wie kommst du aus deinem enttäuschten Zustand möglichst schnell wieder raus? Ja, steht im Buch. Ja. Ja. Ich kann dir es auch verraten. Ja. Ja. Nee, nein, das verraten wir nicht, weil wir wollen ja das Buch auch mal nochmal. Ne? Nein, ich bin großzügig. Nein, findet ihr auf Amazon. Der Link ist in der Videobeschreibung. Aufmerksam, was war das jetzt? Neugierde erzeugen, genau. Neugierde erzeugen. Die Neugierde ist eher das, wie funktioniert das wirklich, wenn ich es selber mache? Ja. Denn einfach gesagt, ja. Alles, was ich nicht krieg und also was ich gewollt habe, nicht krieg und nicht verzichte, macht mich krank. Ja. Nur durch das Verzichten, Verzeihen, Vergeben kriege ich es zwar dann auch nicht, aber bleibe in meiner Ruhe, Kraft und Wohlgefühl. Ja. Das ist die dritte Regel. Du gibst ja auch dann viele Seminare hier in Berlin. Ja, sag mal kurz was noch dazu. Was machen wir alles? Naja, wir üben das ganze Fuchsbuch an einem Tag. Alles klar, auch nicht schlecht. Im Grunde genommen ist es nur das eine Seminar, das heißt Instant Relaxing, also sofort entspannen. Und du kannst sofort entspannen in dem Moment, wo du aus dem Nein wieder ins Ja kommst. Mhm. Und das zeigen wir ganz genau im Seminar, wie es funktioniert, dass jeder die Erfahrung schon hat, bevor wir zum Mittagessen gehen. Ja. Ja. Okay. Und der Rest ist dann, wie ich mit mir selber umgehe, um wirklich aus alten Verkniffenheit dann rauszukommen. Im Grunde genommen alle Hausaufgaben für die Psychotherapie, alle Hausaufgaben, wenn jemand Yoga macht oder sich anderswo entwickeln will oder Coachings macht und sein Leben anders aufbauen muss. Alle Hausaufgaben in 124 Seiten. Ja, ja, geil. Kürzer sagst es nicht. Ja. Habe ich in der Heimerziehung gelernt. Ja. Du sagst jemandem was, du hast 1,5 Sätze. Danach hat er so eine Aufmerksamkeitsstörung, der kann ja nicht mehr mit. Ja? Okay. In 1,5 Sätze musst du es geschafft haben. Ja. Und deshalb brauchen wir solche Schemaworte wie Fuchs und Löwe. Ja, ja? Komm. Schalt mal deinen Löwen an. Ja, ja. Ja, setz dich hier mal durch. Oder schalt mal deinen Fuchs an und gucke mal, was genau müssen wir denn nun tun? Ja. Nicht? Wie ist denn nun die Frage? Wir sind hier jetzt raus. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao. Willst du noch was zu meinen Zuschauern sagen?
zu deinen Zuschauern. Ah, die Zuschauer. Ja, was erzählen wir denn den Zuschauern noch? Ich glaube, wir haben genug gesagt für heute. Nein, wir sind jetzt raus. Wir beenden das jetzt. Ja, ich wünsche jedem Ruhe, Kraft und Wohlgefühl. Und Ruhe, und es gibt auch nichts Besseres, um dann danach andere Dinge zu tun, also Erfolg im Leben zu haben oder in Richtung Spiritualität oder was immer oder Richtung Gesundheit. Und mein Beitrag ist eben das Buch und das Seminar und die Arbeit mit jedem Einzelnen, das nun genau zu lernen. Also viel Freude im Leben. So, jetzt sind wir hier raus. Bis dann. Ciao, ciao.